Hallo, grüß euch am Volksstimmefest 2015. Ich bin der Max. Wir zeigen euch ein bisschen was in den letzten zwei Tagen passiert ist, am 5. und 6. September hier im Bereich des gewerkschaftlichen Linksblocks, welche Künstler aufgetreten sind, was gesagt wurde, wozu man sich geäußert hat. Kommt doch mit, schaut euch an, was so passiert ist in den letzten Tagen. Mit auf die Bühne. Ja? Zur letzten Schlacht, zur Flieg durch flammende rote Fahne, voran im Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer, wir sind die Arbeiter von die zur Flieg durch flammende rote Fahne, voran im Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer, wir sind die Arbeiter von die. Robert, servus. Servus. Wir sind derweil am Volksstimmefest 2015, ja. Auf der GLB-Bühne. Wie ist soweit, heute ist der zweite Tag, wie ist soweit dein Fazit so von der Veranstaltung? Bist du zufrieden? Nein, ich bin schon einmal zufrieden, dass das Volksstimmefest, das wirklich traditionelle Volksfest der Wienerinnen und Wiener, noch immer gibt. Und ich kann sagen, also ich gehe schon seit meiner frühesten Kindheit, ich glaube, ich war 2 Jahre alt, also ich bin jetzt 51, also man kann das ja ausrechnen, wie lange ich das Fest schon besuche. Ja. Und ich habe immer wieder also dieses Fest gern besucht. Nicht nur, weil ich da selber mitarbeite, sondern weil ich immer Freude gehabt habe, wenn sehr viele Wienerinnen und Wiener einmal im Jahr. Die KPÖ ist eine Partei, die nicht sehr beliebt ist in den Strukturen der Parteien hier in Österreich. Und einmal im Jahr war es für uns immer ein Herzensanliegen unserer Genossinnen und Genossen oder der Aktivisten im gewerkschaftlichen Linksblock, unser politisches Verständnis darzulegen und einer breiten Öffentlichkeit zu sagen, dass es Sinn macht, also mit Meinungen der Kommunisten, also sie vertraut zu machen. Und es macht nach wie vor mir einen Heidenspaß, 2 Tage da zu sein. Jetzt bin ich schon 51 Jahre und ich kann sagen, also mittlerweile bin ich nicht nur Aktivist auf dem Fest, sondern ich bin Arbeiterkamerad. Ja. Und mich freut es, also, wenn Wienerinnen und Wiener zu mir kommen und Fragen an mich haben. Und ich kann ihnen vielleicht in der einen oder anderen Situation helfen. Was ist euch heuer wichtig in die Luft zu bringen? Wir hatten die Unterschriftenmappe zum bedingungslosen Grundeinkommen. Was lag euch heuer so am Herzen? Oder ist es einfach für euch wichtig, da zu sein? Oder? Also, die Volksstimmefest ist für uns als gewerkschaftlicher Linksblock die größte Tribüne, um Öffentlichkeit zu schaffen. Ja. Unser Anliegen heuer ist unsere Forderung nach 10 Euro gesetzlichen Mindestlohn.
es ist dringend an der Zeit, also, dass man ein zweites Sicherheitsnetz zum Kollektivvertrag einführt, weil die Einkommen in den unteren Bereichen immer weniger werden, immer weiter zurückgehen. Und es kann ja nicht sein, dass man die, in der Statistik die Zahl jener, die arbeiten und trotzdem arm sind, immer mehr werden. Und was wünschst du dir so für die Zukunft, wenn du jetzt aufs nächste Volksschülerfest vorausblickst? Heute haben wir ja den letzten Tag, wir sind schon langsam beim Abbauen. Also wir haben ja heute schönes Wetter. Ja, gestern war es leider nicht ganz so schön. Als erstes wünsche ich mir fürs nächste Mal 2 Tage schönes Wetter. Ja, bessere Witterung, ja. Als zweites wünsche ich mir, dass wir beim nächsten Mal dastehen können, dass wir sagen, in der einen oder anderen Frage sind wir doch einen Schritt nach vorne gekommen. Also politisch nach vorne gekommen. Vielleicht ist es möglich, dass beim nächsten Mal der Mindestlohn, der gesetzliche, schon konkreter diskutiert werden kann oder umgesetzt werden kann. Vielleicht ist es auch möglich, dass die eine oder andere Frage zur Arbeitszeitverkürzung in der Finalisierung ist. Alles klar. Und wenn du jetzt noch, wenn du noch eine kurze Nachricht hinterlassen würdest an ein paar Genossen und Genossinnen, die heute leider nicht da sein konnten und auch gestern. Also ich glaube ja, dass viele Kolleginnen und Kollegen und Genossinnen und Genossen heute nicht da sind und gestern nicht nur das Wetter schuld ist, sondern dass viele am Westbahnhof die Flüchtlinge begleiten, um den Weg nach Deutschland zu finden. Ich wünsche mir, dass nächstes Jahr eine menschlichere Zeit um uns ist und so die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit finden, dort mit uns gemeinsam zu feiern und auch unsere Positionen nach außen zu tragen. Help me, please stop breaking down. Stop forget about your brain, baby. Make you lose your mind. The Red House Blues.